Best in Cloud ist ein Projektwettbewerb, wo wir die besten Cloud-Projekte im Lande identifizieren und von einer Jury bewerten lassen. Die Best in Cloud-Veranstaltung finde ich eine sehr gelungene Veranstaltung. Man findet hier über 30 IT- oder Softwareanbieter an einem Platz. Für den Endanwender ist es eine sehr gute Möglichkeit, sich hier sehr schlau zu machen über das, was aktuell im Markt im Cloud-Bereich existiert. Das läuft dann so ab, dass jedes Projekt innerhalb von 6 Minuten vorgestellt wird und dann innerhalb von 4 Minuten die Jury ihre Fragen stellt, sodass es ein ganz kompaktes Format ist, wo in 10 Minuten die Projekte komplett abgehakt werden können. Das, was hier die Computerwoche mit diesem Wettbewerb leistet, ist, glaube ich, auch Entwicklungshilfe in Sachen IT für Deutschland, vor allem für die mittelständische Industrie und wie wir heute sehen in der dritten Veranstaltung auch für die großen IT-Anbieter, damit Cloud Computing zur Normalität wird. Also ich finde, Best in Cloud ist wirklich eine hervorragende Veranstaltung. Es ist einerseits ein sehr innovatives Event. Man bekommt mit, was die Cloud-Szene zu bieten hat. Und andererseits natürlich ein ideales Instrument, auch Networking zu treiben. Auch wenn man bedenkt, dass 4 Top-Referenten da waren, wie Sascha Lobo, der Herr Manfred Spitzer, der über die digitale Demenz referiert hat, und den Herrn Volker Lindenstruth von der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Und die Daniela Duda von Asinarius, unsere Datenschutzexpertin, hatten wir noch dabei. Also bisher sehr, sehr gut. Spannende Vorträge, Wohlfühlprogramm, schönes Catering, schönes Ambiente. Also ich bin bisher sehr, sehr zufrieden. Wir haben hier großen Platzhirschen, sind wir ja selber einer als Deutsche Telekom. Aber wir haben auch sehr viele kleine, innovative, mittelständische Unternehmen. Kleine Start-ups, die was für Mittelständler bringen. Das ist für uns natürlich immer spannend, das zu sehen. Also Preise wurden in den Kategorien Public Cloud, Private Hybrid Cloud und Cloud Enabling Infrastructure verliehen. Und dann gab es zusätzlich noch 2 Sonderpreise, die wir verliehen haben. Zum einen den Sonderpreis Best Business Idea und den Innovationspreis, der in diesem Jahr freundlicherweise von unserem Partner Hessen IT mit einem Preisgeld von 5.000 Euro gesponsert wurde. Bis zum nächsten Mal.